Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Kain Blood Omen. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Im Dungeon von Nubrapdor. Aber wir wollen noch mal ganz kurz raus. Denn es gab hier ja noch eine zweite Höhle. Das würde ich sagen. Und, lass mich. Und da möchte ich aber auch noch mal kurz rein. Und mal kurz schauen. Und ich liebe diesen Dungeon. Nicht nur, weil es wirklich der Anfangs-Dungeon ist, sondern einfach, weil es geil ist. Jetzt muss ich gerade mal für mich nochmal leiser machen. Ich hoffe, für euch ist es nicht zu laut. Aber zur Not kann ich das dann hier in den Einstellungen nochmal verbessern. Ich musste jetzt auch erstmal Fenster aufmachen, weil es so scheißen warm hier drin ist. Und ja, hier haben wir noch das Zeichen. So, dieser Moment, wenn meine Mutter um, wie spät ist es? 11:30 Uhr nachts, mir noch schreibt und mich irgendwas, huch, da ist irgendwas runtergefallen, irgendwas wegen irgendwelchen Büchern fragt. Mal wieder sehr aufschlussreich. So. Und hier seht ihr auch, dass wenn man Gegner getötet hat oder halt Menschen getötet hat, dass sie dann kein Blut mehr geben, da sie als Geister wiederkommen. Das heißt, man kann dann die Magiepunkte quasi wieder auffüllen, was sehr cool ist, aber ich eigentlich nicht brauchen werde. Selten jedenfalls. Sehr, sehr selten. Okay, das hier brauchen wir jetzt nicht nochmal speichern. Ich gehe nicht von aus, dass wir in diesem Dungeon sterben werden. Ich glaube, ich bin in dem allerersten Dungeon hier noch nie gestorben. Das kann durchaus passieren, ja. Das ist dann aber wirklich meine eigene Blödheit. Nubrapdor war in ganz Nosgoth für seine geistigen Fähigkeiten bekannt. Telepathie und Telekinese. Pilger kamen aus dem ganzen Land, um bei ihm in seinen Lügen Trost zu finden. Ich wollte nicht seine Weisheit, sondern sein Leben. Ja, wir trachten nach seinem Leben. Das Ganze kann man ja einfach umgehen. Hoffe ich. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier so hinhaut, wie ich das hier mir gerade denke. So, das kann jetzt auch werden, wenn meine Mutter wach ist. Das Schlimmste ist, dass wir halt wirklich nur Nachtszeit oder abends, Spätabendszeit hat. Weil meine kleine Schwester sie wirklich auftrappelt. Also einfach mal das komplette Gegenteil von dem, was ich war. Laut Erzählung. Oh, wir hätten gleich als Werwolf bleiben können. Ich könnte auch einfach durchrennen, aber das war gerade noch so. Ja, super. Das hat wunderbar geklappt. Ganz ehrlich. Nein! Oh, okay. So. Ich weiß gar nicht, warum wir das. Die Werwolf von meinem nächsten Dings auch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah. Großer Glibber! Okay. Ich will da nämlich nicht in die Pfeile reinrennen. Die Stimme, die gerade im Hintergrund ist, die habe ich damals. Als ich das dritte Mal, glaube ich, gespielt habe, habe ich mir den Text irgendwann mal übersetzt, weil ich mich immer gefragt habe, wer da eigentlich redet. Ist ja eine Frauenstimme und so an sich erfährt man es halt eigentlich nicht, seit man, man zählt wirklich eins und eins zusammen und macht sich mit an die Übersetzung.
Person, die hier die ganze Zeit redet. Das hat super geklappt. Das ist viel zu laut. Kann ich das leiser stellen? Die Person, die da auf jeden Fall die ganze Zeit redet, das ist der falsche Bildschirm. Das ist der absolut falsche Bildschirm dafür. Ist Ariel, der Geist, der an den Säulen herumspukt, weil Ariel und Raptor ja beide quasi Liebespaar waren oder wahrscheinlich eigentlich noch sind. Und Musik lasse ich mal so. Und naja, sie ist halt quasi noch so der Geist, der hier wird. Ich hoffe, ich verlasse jetzt nicht das Spiel. Nee. Und die halt die ganze Zeit davon erzählt, wie die Seele halt leidet. Ich habe die komplette Übersetzung leider nicht mehr im Gedächtnis. Ich habe mir das auch irgendwo mal aufgeschrieben. Aber es ist auf jeden Fall Ariel, die hier beklagendes Stümpchen erhebt. Hier können wir den Zauber wieder benutzen. Ganz ehrlich. Ich halte nichts davon, da ständig in die einzelnen Formen zu wechseln. Was auch der Grund ist, dass ich oft sterben werde. Oder zumindest viel Leben verlieren werde. Weil mir manches halt einfach zu unsinnig erscheint. Ja. Hier haben wir jetzt so eine Brücke. Oh. Das war knapp. Das aber hier entlang. Hör auf! Gib mir Blut! Du hast keine Lebensexistenz mehr. Aua. Wir hätten auch einfach rüberlaufen können. Ja, ich versuche hier von den Viechern wegzukommen, weil die einem auch so schlau im Raum können, wenn sie sich in einem festbacken. Du wagst es, in mein Reich einzudringen. Kann ich nicht in Frieden trauern? Geh, geh und mach meine Einsamkeit vollkommen. So, weiter geht's. Tote Leichen. Ab. Schloss der Tür. Ich weiß nicht, ob ihr was seht. Es könnte sehr dunkel für euch. Hallo. Ich habe auch das Gefühl, es ist immer noch zu laut. Aber zur Not kann ich es in einer Videobearbeitung leider machen. Das Problem ist halt, ich habe über Headset-Trace natürlich näher am Ohr. Das heißt, das ist eigentlich nicht die perfekte Möglichkeit, wenn ich den Sound richtig einstellen will. So, mein Monitor gibt gleichzeitig aber auch noch Sound, also hat auch noch Lautsprecher drin, die allerdings sehr leise sind, wo ich halt, wenn ich das darüber machen würde, relativ laut einstellen müsste. So, und dann habe ich noch Boxen, über die das allerdings sehr laut ist. Das heißt, ich weiß nie, welche Einstellung wirklich für euch an sich richtig ist, weil es sich halt immer anders anhört. Egal über welchen Lautsprecher ich es halt höre. So, das heißt, ich hoffe einfach immer, dass es die richtigen Einstellungen so habe, dass es für euch weder zu leise noch zu laut ist. Was nicht immer einfach ist. So. Jetzt haben wir's. Also, ich bitte da wirklich um Verständnis, weil das relativ schwierig halt ist. Und ich kann halt nicht für jedes Video die gleichen Einstellungen verwenden, weil halt jedes Spiel eine andere Einstellung oder anders ist halt vom Sound her. Ich versuche das aber immer so im Mittelmaß anzupassen. Was mich zwar einige Stunden an Arbeit kostet, was ich aber für euch tatsächlich sehr gerne mache. Weil es mir ja auch Spaß macht, das hier aufzunehmen. Was man hoffentlich auch merkt. Vor allem bei diesem Spiel. Ich warte da seit Jahren drauf. Hey, Victor! Aber wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, in den ersten zwei Parts schon erklärt.
damals ging es halt nicht. Mein PC hat es einfach nicht mitgemacht, die Emulatoren. Oder ich hatte halt kein CD-Fach. Und die ROMs gab es halt nicht auf Deutsch. Und wenn, haben sie nicht funktioniert. Ergo war es mir nie möglich, dieses Spiel zu spielen. Das muss ich gerade mal überlegen. Ob es hier noch irgendwelche Secrets gab, aber ich glaube nicht. Ich kann jetzt auch mal so machen. Ah, die kann man auch weiter bewegen. Wäre aber schwachsinnig für uns. Ja, hör auf zu jammern. Hallo. Oh, please, help me, kind sir. Ja, ich helfe dir. Und zwar so. Ich traf auf eine von Nubraptors Mägden. Vor Furcht wie wahnsinnig spie sie nur unvollständige Sätze von sich. Aus ihrem blutigen Mund mit den zerbrochenen Zähnen. Obwohl mich der Bluthunger quälte, hielt ich mich zurück, um ihre Geschichte zu hören. Sie berichtete von ihrem Herrn Nubraptor, der durch den brutalen Mord an seiner geliebten Ariel in den Wahnsinn getrieben wurde. Sie sprach von einer Selbstverstümmelung, wie er sich Augen und Lippen zunähte, um die Außenwelt fernzuhalten. Aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit wandte er seine magischen Kräfte gegen den Kreis und vergiftete dessen Geister mit Wahnsinn. Nubraptor kümmerte nichts als sein jämmerliches Selbstmitleid. Narben, wie diese Magd sie trägt, werden niemals heilen. Für sie wäre der Tod eine Erlösung. So, ich werde mir jetzt ganz kurz hier nochmal was zu trinken eingießen. Ich habe mir nämlich heute ausnahmsweise, weil ich bis eben noch an den Thumbnails gesessen habe, da ich Videos der letzten 5 Jahre so ein bisschen aufholen muss mit Thumbnails, weil ich ja immer nur nicht Screenshots, sondern Wallpaper benutzt habe und dann da halt ein paar Texte drauf geklatscht habe. Juhu. Sah nicht besonders professionell aus. Gut, das was ich jetzt mache, auch nicht wirklich, aber ich mache es schon mal selber. Das ist großer Fortschritt. Und da habe ich mir dann halt gedacht, gut, okay. Puh. Könnte ich ja mir ausnahmsweise mal einen rumgönnen. Weil ich trinke außer Wein, trinke ich eigentlich gar nichts mehr. Einmal, weil ich halt dabei bin, ein bisschen abzunehmen. Typisch Frau. Und zum anderen, weil ich halt durch Dorffeste, typisch Dorfkind, oder zugezogenes Dorfkind, halt gerne mal einhebe. Ab und an mal. So, und das mache ich halt jetzt seit 3 Monaten nicht mehr. Und da dachte ich mir, jo, warum nicht? Könnte ich mir ja heute mal so, während ich da die Thumbnails mache, genehmigen. Habe ich auch. Und jetzt dachte ich so, zum Aufnehmen vielleicht noch mal ein Gläschen. Das ist das dritte, glaube ich. Und ja. Mache ich aber, wie gesagt, sehr, 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 sehr selten. Wenn meistens Wein, aber auch eigentlich nie zu irgendwelchen Aufnahmen. Weil da trinke ich meistens Wasser oder Tee. Oh, sonstiges. Dieser Cretin hat Leben vergeudet und hier dahin modern lassen. Welch eine Verschwendung! Vielleicht sollte Nubraptor eine Lektion über den Wert des Blutes erteilt bekommen. Ja, vielleicht wäre das gar nicht mal so verkehrt. Oh, da ist wieder so ein ekelhaftes Vieh. Ich mag die nicht. Ich kämpfe auch nie normal gegen die. Ich kämpfe immer ungefähr so. Also, richtig. Ja. Mäßig. Ja. Ach. Ah, es regnet. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch, aber das ist nur der Regen. Okay. Ich dachte gerade, was da hinter mir ist, aber... Weg mit euch! Pieset euch! Brauchen, brauch euch nicht! Och ne, ich hab's verdrängt. Ja, hier in diesem Spiel gab's das auch schon mit 4 verschiedenen Gängen. Um Schalter zu betätigen. Juhu!
Ich hasse es. Oh! Und mein Hassding hier als erstes, ja geil. Ich weiß keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Richtung. Warte. Kollege gerade. Jetzt muss ich eh zum Werwolf werden. Ich hab da keine Geduld für dieses Ding. Merkt man. Ich bete immer, dass ich da alles erwischt habe, was zu erwischen ist. Gott. Ist gerade irgendwas aufgeploppt? Ich sitze hier nämlich im Dunkeln und denke mir jedes Mal, wenn irgendeine Meldung am PC kommt, so, wow, was kommt denn jetzt? Ach, okay, ja, das ist cool. Langatmig, aber cool. So, da mache ich das ausnahmsweise mal so. So. Man darf hier nicht ins Dunkle treten, weil man dann direkt am Anfang gespawnt wird. Wer sich das hier allerdings ausgedacht hat, ja. Wobei es halt wirklich nicht schwierig ist. Guck grad, aber hier ist kein Salem. Der sich fast den ganzen Tag schon nicht blicken lässt. Wahrscheinlich ist er ihm immer noch ein bisschen unpestlich. Weil jetzt vor, ich glaube, 3 Tagen hatte er einen mega Niesanfall und hat dabei keine Luft mehr gekriegt. Und seitdem ist er eigentlich fast nur noch am Schlafen. Aber er frisst und atmet wieder normal. Also es ist alles in Ordnung, so dass ich den Tierarzt rufen musste. Aber mitten in der Nacht davon dann geweckt zu werden, dass der Kater an Atemnot leidet, weil er die ganze Zeit nur noch am Niesen ist, war nicht schön. Gar nicht schön. Da ich aber gerade erst die letzte Rechnung des Tierarztes abbezahlt habe, die etwas über ein Jahr ging, will ich mir jetzt nicht die nächste Rechnung aufweisen. Es sei denn, es geht natürlich nicht anders. Also wenn es nochmal vorkommen sollte, werde ich natürlich sofort mit dem Kleinen zum Arzt gehen. Aber sofern es sich vermeiden lässt, erstmal nicht. Aber bisher geht es ihm ganz gut. Zum Glück. Gott, es gießt und strömt. So. Dann nehmen wir mal den nächsten Gang hier. Nehmen die Lebensviole noch mit. Wird schon wieder zur Kühe hier drin, aber ein bisschen lüften muss ich noch. Dann krieg ich die Nacht wie einen dicken Kopf. Jedes Mal, wenn ich nicht gelüftet habe, geht's mir danach meistens nicht gut. Aber allgemein halt. Ich meine, ich brauche hier das Ding. Ejo. Salem ist natürlich mal wieder auf dem Klo, wie immer. Wie immer, wenn ich aufnehme. Hat sich jetzt nämlich doch mal blicken lassen. Bete, dass er noch pinkeln muss. Jetzt habe ich hier gleich ein Problem. Weil ich lüfte ja. Aber wen benutze ich jetzt mal das andere Klo? Dachte nämlich bis heute Morgen, dass ich das umsonst hingestellt bzw. sauber gemacht habe. Salem. Ich meine. Ja, fein. Ganz fein. Natürlich hast du groß gemacht. Ganz toll. Ganz fein. Aber ich brauche keine Luft hier drin. Warum auch? Jetzt aber nicht da hinten kratzen. Die Energie.
Energiebank erlaubt für kurze Zeit Zugriff auf große Mengen magischer Energie. Wenn allerdings der Augenblick gekommen ist, verliere ich all meine magische Energie und kann keine Zauber mehr anwenden. Ja, sehr wertvoll oder sehr wichtig sogar. Ich weiß gar nicht. So. Tada. Und Tür ist offen. Haben also alles richtig gemacht. Sehr schön.